Das ist so ein geiles 10. Jubiläum hier. 10 Folgen Husum, Mann. Und wir sind einfach in der Zukunft angekommen. Wir kennen uns schon seit Jahren, ich bin Benny. Ich bin Tim. Wir vieles über uns erfahren, wie wir denken, wer wir sind, wie können wir bei unseren Viewern noch für Staunen sorgen. Ich hab da eine Idee, manches ist doch noch verborgen. Benny, sag mal, ja. Du hast hier noch ein paar Spiele. Wenn ich das richtig sehe, sind es sogar astronomische Spiele. Wann willst du die alle spielen? Das ist nicht zu schaffen. Was ist das für ein Scheiß? Hier ist ein Stück Giraffenwaffen. Wie zum Beispiel das hier, warum hast du das gekauft? Das war wahrscheinlich mal im Sale oder irgendwo gebraucht. Das ist ewig lange her, Mann. Ich kann mich nicht erinnern. Schmeiß es doch mal an, vielleicht ist es ein Gewinner. Uso, Uso! Ein unbekanntes Spielobjekt. Uso, Uso! Gemüllt oder es kommt weg. Uso, Uso! Und wann wir damit durch sind? Niemals! Das ist wieder so ein Mammutprojekt, Bullshit. 10 Folgen Uso, wer hätte das gedacht? Ihr seht einen leicht anderen Kamerawinkel, ihr seht einen leicht veränderten Benny. Benny, wie geht's dir bei da in der Welt, wo du bist? Sehr gut, es ist eine schöne, ich mag es immer gerne, diese Brille aufzuhaben. Ja, ja, also ich schaue mich um und ich sehe viele ich dachte bei uns. Kubische Formen und ich mag das immer gerne. Ich habe aber bis jetzt tatsächlich noch keine wirklich überzeugende VR-Erfahrung gemacht. Abgesehen von dem krassen Effekt, den das hat. Aber heute spielen wir Paper Beast, was gute Kritiken bekommen hat. Das ist auch im Grunde ein, als würdest du im Jurassic Park umherfahren, oder? Ja, nur ich weiß nicht, was die Aufgabe ist. Ich weiß nur, dass es große Kreaturen aus Papier gibt, die durch die Wildnis stapfen, wie bei Shadow of the Colossus. Ich weiß nicht, was man mit denen macht, ob man die kennenlernt, ob man die tötet, ob man die studiert. Kennenlernen. Keine Ahnung. Hallo, ich bin Benny. Du bist Papierbeast. Soweit ist das ein wirklich unbekanntes Spielobjekt für mich. Für mich auch. Ich weiß nur, ich habe einen Trailer, glaube ich, mal gesehen. Und der sah hübsch aus. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie das jetzt für euch wirkt, die ihr uns zuschaut gleich, weil das ja immer ein bisschen underwhelming ist, wenn man ein VR-Spiel auf einem flachen Screen sieht. Ich werde berichten. Aber du wirst berichten? Nein, ich kann du wirst berichten, wie es sieht. Vielleicht soll auch ich berichten, wie es in 3D aussieht. Das wirst du tun. Ich bin mir sicher. Ich schalte rüber. Ich bin immer noch außerhalb des Spielbereichs angeblich. Jetzt sieht man auch die Kubi. Ja, du musst dich gleich quasi gerade nach vorne setzen. Ah, jetzt bin ich nicht mehr außerhalb des Spielbereichs. Genau. Aber ich habe das Gefühl, ich sitze so sehr nah bei dir. Quetsche ich dich irgendwie ein? Nein, wir müssen so gequetscht sitzen. Ist vor mir das Mikrofon? Ja, direkt vor dir ist das Mikrofon. Und Hand aufstrecken bitte. Da kommt er. Zitat des Tages: Solange es virtuell ist, kann man das genauso gut, die kann man genauso gut die Realität auspeitschen. Auspeitschen? Ja. Tatsächlich. Warum kommt der Controller immer näher an mein Gesicht ran und geht durch meinen Kopf durch? Greifen. Ich soll irgendwas greifen. Kann ich das greifen? Kann ich das greifen? Ich kann nichts greifen. Gutes Spiel bisher, Paper Beast. Was machen wir jetzt? Jetzt geht der Strahl durch mein Gesicht. Ich kann nicht gehen. Auch nicht mit dem linken Stick? Nee, ich bin außerhalb des Menüs. Kannst du mit der, außerhalb des Spielbereichs, kannst du mit der Quanten, die Kamera vielleicht irgendwie anders? Boah, da wackelt der ganze Raum, sag ich dir. Boah. Jetzt bin ich viel niedriger. Boah, Alter, ich spring umher. Okay, ah, hier, guck mal, wenn ich ein bisschen weiter zurück gehe. Ja, jetzt. Drück R2. Was ist jetzt? Oh Gott, du bist direkt jetzt davor. Wieso ist das zu, viel zu nah dran? Ja, Kalibrierung ist das, was ich brauche. Alter, nimm das Ding weg von Warte mal. Das ist fucking close, man. Platzierung der PS4-Kamera. Zur optimalen Bewegungserkennung platziere deine PS-Kamera auf deinem TV-Gerät, wenn du im Stehen spielst. Oh! Alter. Das ist so ein geiles 10. Jubiläum hier. 10 Folgen Husum, Mann. Und wir sind einfach in der Zukunft angekommen. Das sieht nicht so aus, als wäre das so beabsichtigt. Geil, wann kommt eigentlich die PS5 eigentlich? Alter, das macht mein Gehirn immer richtig kaputt. Hey, das ist besser. Na, guck mal. Kalibrierung, weiter. Es wird ein Headset benötigt, um den binauralen 3D-Audio-Raumeffekt. Geil, binaural, das ist das, was es... Ich guck zu dir, ich sehe dich gar nicht. Binaural ist das, was es auch bei Hellblade gab. Ja. Aber machen wir jetzt nicht, ne? Nein. Simulation des Zerfalls massiver Sterne. Ja, berechne das mal.
Guthaben kaufen? Ist das eine Microtransaction? Versuch mal. Ja, ich will Guthaben kaufen. Ja, ich will Berechnungszeit erhalten. Ist das ein Witz? Keine Ahnung. Ja. Ich will eines Teil eines Mordorak. Ja. Mach mich zum Sklaven deiner virtuellen Maschine. Jetzt ist es. Oh. Geil, ich kann das Ding. Wow, Alter! Das ist mal Spaß. Whee! Guck mal, da hinten fliegt es. Whee! Oh, das ist verloren. Hey, ich schmeiß es hoch. Fange ich wieder auf. Ach, da habe ich wieder. Bam! Und jetzt. Geil, Japanopop. Was hat das mit Paper Beast zu tun? Ich kann diese geilen Papierschnipsis kontrollieren. Und auch diesen Klops. Achtung! Komm auf, du kleiner Quarkknochen. Das wird unerklärlicherweise lauter. Ich hab was anderes erwartet. Ich auch. Finde ich, ist auch ganz gut für den 10. Geburtstag von Uso hier. Ja, das sind die Feierlichkeiten hier. Und japanischer Battle Rap? Battle Rap ist das nicht. Ja. Aber. Hä? Oh. Eine Trophäe. Und zwar eine silberne. Mega gut. Du hast offensichtlich ziemlich gut abgeliefert. Ich glaube, ich habe einfach niemand anders so lange durchgehalten. Kannst du das beenden? Ich kann den ganz großen kontrollieren. Okay, hier ist ein. Ist das das Zelt? Du hast gerade. Ich wette, du hast gerade in diesem Zelt onaniert und dabei hast du diese Musik gehört und. Wieso denn onaniert? Naja, der hatte ja offensichtlich gerade. Ich sag mal, so bewusstseinserweiternde Zustände. Guck mal, ich kann hier mit das. Ich würde mir so wünschen, dass du aus dem Vorhang raustrittst. Geil. Wow, das ist jetzt schon ein cooler Effekt, muss ich sagen. Kannst du dich bewegen mit L? Also kannst du laufen einfach? Aha. Oh. Oh, du bist irgendwie unter. In einem Skelett. Du musst ihn ein bisschen weiter vorne beugen. In einem Spinnenskelett. Mhm. Das ist schon so ein Biest. Hey. Hallo. Das ist aus Papier. Hier willst du noch ein bisschen japanische Musik. Das ist zu schwer. Kann ich nicht nach dem Werfen. Ah, guck mal, wie geil, wie weit diese Dinger fliegen. Ah, ja, stimmt. Das sind noch die Teile von ihm. Da oben kommt das nächste, vom Himmel gefallen. Siehst du? Ja. Sieht man eigentlich meine Kopfbewegung? Man sieht das, was du siehst und deine Kopfbewegung auch. Warum kommt hier keine Musik mehr? Vielleicht tut das dem Bandgerät nicht gut, im Sand zu liegen. Oh, guck mal, hier, der kleine Freund. Oh, was machst du mit dem? Das sieht aus wie bei Harry Potter mit Cruciatus-Fluch. Komm, geh mal hier auf den. Nee, er hat keinen Bock drauf. Ist er sofort runtergestiefelt. Hier, ist das deiner? Kommt er wieder, der vermisst ihn. Vielleicht frisst er den jetzt. Meinst du, Papier ist Papier? Könnte sein. Hier. Nom, nom, nom. Du willst ihn einfach verfüttern? Ja. Okay. Nee. Ei, er ist irgendwie durchs Gerippe gefallen. Was hast du jetzt? Teleportation. Jetzt kannst du. Der hat dir das gebracht. Das ist ein Kompo. Und jetzt geht er weg. Er will nicht mal ein Dankeschön. Das hat er aus reiner Nächstenliebe gemacht. Was für ein gutes Tier. Hier, komm mal, spiel damit. Hey, guck mal, der spielt damit. Ja. Oh, was hat er gemacht? Er hat es gegessen. Aufgefordert. Hier ist noch. Oh, da sind zwei. Das ist ja wie mit meinen Hühnern.
Da, du kriegst auch was ab. Nein, nicht schon wieder derselbe. Nee! Nee, der zweite hat doch, die haben noch beide einen jetzt. Beide haben einen. Können die Männchen machen? Wenn du es hochhältst? Ja, können sie. Oh Gott! Nee, was machst du denn da? Stell dir vor, du hast vier Beine und irgendjemand nimmt das vordere linke und reißt einfach in irgendeine Richtung da dran. Sind das die Kinder von denen? Weiß ich nicht, er hat auf jeden Fall nicht interveniert. Wow. Hallo. Er hat irgendwas verloren. Was ist das? Sein Bein? Oh, da, jetzt kommt Papa oder Mama. Macht nix. Oh. Was ist das? Die balgen sich oder töten sich. Töten sich, der will den essen. Rette ihn. Oder sie. Der ist rot. Den kannst du nicht. Kannst du nicht greifen. Nee. Kannst du den anderen retten, indem du ihm die Würde nimmst. Okay, ich lasse jetzt diesen Mord geschehen. Guck mal. Oh, das kann ich pflücken. Ist hier im Canyon immer noch. Guck mal, da ist er immer noch, der Widerling. Nee, was ist denn das mit dem? Das muss man bei uns mal dazu sagen, dass ihr keine Musik hört, liegt nicht an unserer schlechten technischen Einstellung, sondern es gibt einfach keine. Es gibt nur ein paar Tiergeräusche oder Papiergeräusche. Papiergeräusche. Und da steht was im Himmel. Das ist auch ein E. Ja. Was ist das? Und das ist ein R. Und U. B. Und B. Wieso reagieren die nicht auf Wasser? Die sind aus Papier. Das ist gewachstes Papier. Was hängt denn da? Was hängt denn da runter? Tentakel aus Bloodborne. Immer musst du Spiele mit anderen Spielen vergleichen. Du hast gefragt, was da runterhängt. Das ist die Antwort. Die Antwort ist Tentakel aus Bloodborne. Hier, die müsst ihr durch. Ihr müsst hier Pikmin-mäßig mich hier. Hier nicht. Was schmeißt du denen denn da einfach hin? Ist doch kein Typ, das ist eine Pflanze. Ach so. Und hier ist so ein Freund. Der folgt mir. Liebt das Vieh? Ja. Ist das vielleicht so ein Spiel, wo man beobachten muss, wie die verschiedenen Dinge miteinander interagieren und sich das dann zunutze machen? Also, das Wenige, was ich glaube, über das Spiel zu wissen, ist, dass es eher wie so ein Freizeitpark ist oder so ein Tierpark, wo du einfach den Wesen in ihrem natürlichen Habitat zugucken kannst. Und sie durch die Gegend schleudern. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Also das hätte ich jetzt nicht so aus dem Stegreif gedacht. Aber das heißt, es gibt wahrscheinlich, wenn du irgendwie in eine... Oh, ich befreie das. Ich sag mal, richtige Richtung weitergehst. Oh, geil. Ja, das ist nice. Gibt es bestimmt noch viel mehr andere Tierarten. Oh, 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 oh. Was ist jetzt? Ist das jetzt ein Kumpel? Eine Kumpeline? Ich schätze mal, die Erde bebt. Was machst du jetzt? Er ist schon ein bisschen Bloodborne-mäßig, ne? Ja. Oh. Oh. Treibsand. Willst du da stehen bleiben? Ja. Okay. Ja, okay. Na, gerade noch rechtzeitig befreit. Oh, 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 guck mal, was passiert mit den Tieren? Die Dunkelheit. Ach, hier, komm her. Rette die. Schmeiß sie einfach ins Gebirge. Ich würde sagen, die Dunkelheit breitet sich aus. Das ist nichts wie bei Unendlich. Was macht der da oben? Und er, mein Freund. Ich habe das Gefühl, die... Wow, Papier geht in die Welt. Will ich mal sagen. Los hier, Blöckis. Guck mal, der macht das da weg. Du guckst into the beach. Hier, es ist der Call of the Void. Oh. Okay, ich gehe euch mal lieber hinterher. Ist da jetzt gerade jemand geopfert worden?
Ja, unser großer Typ ist da, die anderen sind alle weggeweht worden. Aber da ist nicht ein zweiter großer Typ gerade ins Loch gesogen worden? Nee, das war das Ding, was er weggeräumt hat, was am Weg war. Achso. Vom Elefantenfriedhof aus Löwenkönig. Ah. Krasse Cross-Reference. Guck mal, da fliegen auch Buchstaben, oder? Ich habe auch den Eindruck. Buchstabensuppe, wie Kemsche Kuchen oder wie das heißt. Nee, nicht Kemsche Kuchen, wie heißen die denn diese? Buchstabensuppe. Ja, Buchstabensuppe. Ganz, die sind alles Buchstaben. Und Zahlen. Zahlen. Das sieht geil aus. Sie vermehrt 2 und 0. Eins habe ich gerade gesehen, eine 5 war da. Das sieht wirklich gut sind aus. Sind das Nullzahlen vielleicht? Ich bin so unter dem Stein, vielleicht aber kommt nicht mehr raus. Echt, man hat schon das Gefühl, dass man sich jetzt erstmal verkriecht vor dem Sturm. Ich bin nicht Jesus. Vielleicht muss Sirius werden, es wird dunkel. Tot. Spiel Game over. Bitte werfen Sie 80 weitere Quarters ein. Ich dachte gerade an 80-jährige Menschen. Werfen Sie 80-jährige Menschen in den Automaten. In die Playstation. Okay. Ist das vielleicht wie Journey nur besser? Wow. Was ist denn gegen Journey? Journey finde ich langweilig. Das ist so Feuilleton-Quatsch. Nimm den und dreh dich um. Geht das? Nein, ich mach damit hier ein bisschen Benutzung. Buchstaben. Du machst Buchstaben und Zahlen. Ich räume damit auf. Ein bisschen putzen hier, damit ich hier weiter kann. Das ist doch eine perfekte Metapher für die moderne Sklaverei. Ja. Die werden auch als Putzlappen benutzt. Von Coca-Cola und so. Coca-Cola macht Sklaverei? Würde man jetzt erstmal so vermuten. Okay, klar. Stimmt. Wenn jetzt irgendein Unternehmen einfällt. Katar. Katar, was soll man sagen? Das Unternehmen Katar. Guck, er hat jetzt hier noch geputzt. Da kommt goldener Sand durchgerieselt. Hier ist The Void schon wieder. Ja, Alter, kannst du hier ein bisschen mehr putzen? Ja, da vielleicht so. Genau. Wer frisst den Sand? Du hast die Einsatzmöglichkeiten dieser wuscheligen Sachen sehr schnell erkannt. Ja. Wuschel schneller. Geht mir nicht schnell genug. Ich will in den Abgrund da hinten. Weiter geht's. Hoffentlich musst du jetzt nicht auf deinen Wuschelfreund warten oder den dahin holen. Wow! Was geht jetzt? Qualle. Der Wuschelfreund ist halt immer noch am Fressen. So, damit die kann mir leuchten. Es muss super geil sein, wenn du eine Lebensform bist, die sich von Sand ernährt und in der Wüste lebst. Ja. Warum gibt es das nicht? Weil Sand einfach echt nicht so nahrhaft ist. Nee, aber man könnte sich doch Organismen vorstellen, die irgendwie das, stimmt. Das trotzdem schaffen. Vielleicht gibt's das. Ja, aber dann gäbe es keinen Sand mehr. Vielleicht muss ich den Wuschel nicht hinbringen. Meinst du wirklich? Das ist ja schön. Das ist aber jetzt, diese Quallen sind nur Licht, ja? Bisher schon. Wie so Algen, trockene Algen. Uah. Algen sind fürchterliches Zeug. Ich bin dafür, dass man Algen abschafft. Oh, was ist das? Meinst du, es wäre schlecht fürs, sagen wir mal, Weltklima, wenn es keine Algen mehr gäbe? Oder wäre es eher gut? Keine Algen? Keine Algen. Sofort instant Welttod. Was kommt da alles raus? Was ist hier los in dieser Welt? Lauter Wischmöppe. Hier, brauchen wir einen Sandfresser. Gordi. Da kommt ja schon der Sandfresser. Warte, wenn ich ihn brauche. Nee, bleib mal hier. Hey. Er hat sich jetzt verkrümelt. Oder da. Hallo? Was ist mit dir? Eine Nabelschnur oder sowas. Was ist das? Kann das auch Sand essen? Ja, sieht so aus.
Auf der einen Seite isst das, auf der anderen macht das hoch. Ja. Du musst strategisch vorgehen. Ja. Das ist wie Human Cat Dog. Centipede. Ich dachte an Cat Dog. Kennst du Human Centipede? Nee. Oh, krass, darüber reden wir mal im Podcast. Übrigens, hört mal unseren Podcast. Das ist ein großes Thema. Ja, wenn ihr Uso guckt und uns gut findet, weil sonst würdet ihr nicht die 10. Folge von Uso gucken. Alter. Dann hör doch mal unseren Podcast, Bielebu oder der Bielebu-Podcast, über die beleuchteten Brüder. Oder wie auch immer, keine Ahnung, wie man uns findet. Man findet uns schon, wenn man es will. Überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel Spotify. Oder Deezer. Oder Deezer. Oder sämtliche Podcasts-Apps, die ihr so auf dem Handy findet. Da sind wir überall. Also ich glaube, ich könnte das jetzt noch richtig lange weiterspielen. Weil es auch irgendwie intriguing ist, weil es wirklich so dieses sonderbare. Es ist halt schon geil mit diesen dunklen Höhlen und dem Erforschen. Man stößt auf verschiedene Kreaturen und die verhalten sich alle unterschiedlich. Man findet das so ein bisschen raus. Das gefällt mir sehr gut. Gerade du als Dinosaurier-Fan. Ja. Aber das führt, glaube ich, zu weit. Ja, wahrscheinlich kann man das wirklich lange spielen. Ja, ich vermute, das ist so ein 4-Stunden-Spiel, aber. Aber schon ganz geil. Das heißt, du möchtest an dieser Stelle abbrechen? Ich glaube, das wäre sinnvoll. Willst du auch nochmal die Brille aufsetzen? Nein, möchte ich nicht an dieser Stelle. Ich frage mich, ob das irgendwie einigermaßen rüberkommt. Könntest du sagen? Also, ich bin mir zumindest sicher, wenn man Erfahrung mit Virtual Reality hat. Kann man sich das vorstellen? Kann man sich das vorstellen. Wenn nicht, ist schwierig, aber das gilt für alle Spiele. Gut, okay. Dann wechsel zu Moderatione. Ich wechsel zu Moderatione. Das ist jetzt passiert. Bitte setze die Brille ab. Willkommen zurück in der echten Welt. Oh. Wow, 31 Minuten. 31 Minuten Paper Beast. Unsere 10. Folge Uso. Benni, wie hat es dir gefallen? Das hat mir gut gefallen. Du bist natürlich der Erste, der sich dazu äußern soll. Oh, meine Augen. Das war eine schöne, entspannte, hübsche. Hattest du die Brille auch währenddessen? Ja, soll man. Ja, ich weiß, aber ja. Ich mag das immer nicht. Hatte ich. Das war eine schöne, entspannte VR-Erfahrung und ich glaube, ein Spiel, was es ohne VR nicht geben würde. Ganz sicher, ja. Und das finde ich immer schön, wenn Technik neue Spielideen hervorbringt. Ich weiß nicht, ob das trägt über die Spieldauer. Ich weiß nicht, ob das noch mehr Gameplay ist oder ob es wirklich nur so ein Erforschen und Ausprobieren ist, was ich finde, was reichen würde für so eine Spielerei. Ich weiß auch nicht, was das kostet. Das war jetzt in diesem kostenlosen Play-at-Home-Ding. Ich kann mir vorstellen, dass ich dieses Spiel zu Hause mal einschmeiße und spiele. Ich kann mir vorstellen, für den Fall, hypothetisch, dass sich VR durchsetzt, ja. Zukunftswise. Und ja. Also natürlich nicht, dass es das normale Spielen ablöst, weil das wird ziemlich sicher nicht passieren, weil das technisch nicht so möglich ist, das in ein Casual-Spiel umzuwandeln. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es parallel immer so weiterläuft und irgendwann ist man natürlich sehr viel weiter und ist dann auch einen anderen Stand gewohnt. Und dann guckt man sich irgendwann Paper Beast an und merkt, ah krass, das waren die Anfänge. Ja, ja. Das waren so die absoluten Basics, ja. so Walking Simulator mäßig. Es gab ja auch schon verschiedene Genres, also man hat ja verschiedene Sachen ausprobiert, ein bisschen Ballern, ein bisschen Puzzeln und so. So wie man jetzt irgendwie guckt auf alte Arcade-Spiele, auf die NES-Ära oder so. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Weil das kann man sich jetzt, glaube ich, noch gar nicht vorstellen, was dann möglich ist, spielerisch. Bis jetzt ist es halt so, dass es einen normalen Controller hat. Die neuen PlayStation VR-Controller könnten da ja nochmal was. Jetzt ist es ja nun visuell anders. Und trotzdem wobei die jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr können als die Move-Controller, muss man ehrlicherweise sagen. Nur, dass sie sicherlich ein bisschen besser funktionieren und genauer und intuitiver sind. Aber von dem, was sie generell können, ändert sich das nicht viel. Also ich habe den Eindruck, dass du die Entwicklung von Virtual Reality Spielen sehr viel langsamer vonstatten geht oder beziehungsweise vielleicht vergleichbar wie die Entwicklung von Videospielen ganz früh. Ich glaube, es ist vielleicht noch mehr, der Vergleich ist vielleicht besser zu 2D zu 3D.
Mhm. Weil ich glaube, dass bei VR so ist, dass jetzt viele Spiele erstmal noch sich an konventionellen Videospielen orientieren und gucken, wir machen was, was wir schon kennen und überlegen, wie kann das cool wirken in der dritten Dimension, in der VR-Nummer. So wie bei Resident Evil 7. Ja, genau. Und das ist ja auch schon ein geiler Effekt, aber es ist trotzdem noch erstmal ein klassisches Ego-Perspektive-Spiel. Und ich glaube, es braucht Zeit, bis sich dann irgendwann Ideen entwickeln, die das neu denken. Aber das ist doch eigentlich ein Beispiel, weil das würde ja in nicht VR von dem, was es Gameplay-mäßig bietet, ja, würde ja nicht funktionieren. Aber das ist, glaube ich, eher eine coole Spielerei als eine Revolution von Videospielen. Es ist nicht so, dass du jetzt sagst, das kann das theoretisch ablösen oder es steht gleichförmig daneben. Aber Astro Bot Rescue Mission zum Beispiel. Ja, das habe ich, da wurde mir schlecht. Richtig. Aber Astro Bot Rescue Mission ist ja auch erstmal ein Plattformer. Das ist ja ein das ist ja ein Plattformer Plus. Ja. Also das ist ja nicht ein Plattformer, den man einfach auch in Virtual Reality spielen kann, sondern das ist ein Plattformer, den du nur damit. Nee, aber genau das, was ich ist das, was ich meine. Es ist so ein bisschen wie, als es 3D gab, gab es Spiele wie zum Beispiel Tomb Raider, was ein frühes 3D-Spiel ist, die zwar in der 3D-Welt sind, die sich aber in vielen Dingen irgendwie noch wie ein 2D-Spiel anfühlen. Wie die Steuerung ist, dass du dich ausrichten musst. Und da gab es ganz viele, die noch nicht gecheckt haben, was 3D eigentlich bedeutet. Und Mario 64 hat 3D neu, also hat eine neue Art sich ausgedacht. Und ich glaube, Astro Bot ist da eher so wie Tomb Raider. Was auch super ist und was auch ein cooler Effekt ist, aber es ist halt eher ein Effekt als wow, das geht damit. Ja. Ja. Also nochmal ein bisschen grundsätzlich Gaming-philosophisch hier geworden zum Ende von 10 Folgen Uso. 10 Folgen Uso. Was passiert jetzt? Wir werden als nächstes, bevor die 11. Folge ausgestrahlt wird, einmal kurz innehalten und ein Table-Talk. Ein Table-Talk. Hast du es genannt? Das Ranking der bisher 10 gespielten Spiele machen. Und das ein bisschen Revue passieren lassen, wie uns die gefallen haben. Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, ohne mir auch nur irgendeine Minute oder Sekunde Gedanken darüber gemacht zu haben, was auf Platz 10 landen wird. Aber es wird trotzdem spannend, weil das ist ja eine wahnsinnige Range von System, Genres. Toll. Ja, wirklich toll. Gefällt mir richtig gut, auch wenn wir zwei. Ja, nee, ist alles gut. Und ich weiß noch nicht, wie wir das machen, ob wir uns am Ende einigen müssen oder ob es gemischt. Wir sagen jeder unser Ranking, am Ende gibt es eine Mittelung oder auch nicht. Nee, wir machen Ranking und danach boxen wir. Und wer gewinnt, hat recht. Ja, so machen wir das. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Abend und einen guten Appetit bei eurer nächsten Mahlzeit. Ja, das ist toll. Guten Appetit. Pass auf, euch nicht zu überessen. Zwei Dinge. Sagt nicht zu Leuten guten Hunger, wenn ihr guten Appetit sagen wollt. Das sagt ist es nicht, lass echt es halt. Nicht cool. Nein, das ist eher so, ich möchte mal was anderes ich sagen, sofort als Leute das, was alle anderen sagen. Ja, dann sagt man das, was alle anderen. Also ja, guten Hunger geht gar nicht. Und was auch zumindest sehr zweifelhaft ist, ist dieses Guten. Ist es nicht seltsam, das finde ich okay. Nee, aber ist es nicht seltsam, dass guten Abend allgemein anerkannt zu Nabend abgekürzt wird und guten Appetit zu guten? Bei dem das könnte einen auch Appetit sein. Ja, zum Beispiel. Appetit. Appetit euch also bei eurem nächsten Essen. Und wie gesagt, denkt dran, aufzuhören, wenn es genug ist. Und hört auf zu rauchen. Oder fang gar nicht erst an. Besser ist das. Das ist schön, so Lebenshilfe am Ende. Bis zum nächsten Mal bei Uso. Eure beleuchteten Brüder.